Herzlich willkommen zum Livestream der Kommunalinfo in Zusammenarbeit mit der VVN BDA, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, kurz VVN, hat bereits zur Gründung 1947 großen Wert auf Erinnerung und Gedenken an den Widerstand gelegt. Heute hat sich das nicht geändert. Die geplante Veranstaltung im Stadtheim der Naturfreunde konnte leider nicht stattfinden durch die Corona-Krise. Deshalb sind wir jetzt hier zusammen am Livestream. Falls Sie Fragen haben sollten, können Sie gerne im Chatroom einige Fragen reinschreiben. Wir begrüßen vor allem unsere Partner und Unterstützer, die Naturfreunde, die Jugend des offenen antifaschistischen Treffens, die Gewerkschaft der IG Metall, Freunde und Kameradin der VVN Heidelberg. Vielen Dank für eure Unterstützung heute und in Zukunft. Gemeinsam mit Fritz Reitenbach werde ich, Mareike Zelt, Sie durch das Programm führen. Als erstes kommen wir zu einer Vorstellung der Petition zum 8. Mai als Feiertag. Dann kommen gelesene Ausschnitte vom Tagebuch Karl Kressle, eine Erzählung von Dr. Egon Knapp. Und dieses werden am Ende mit dem Einmarsch der US-Armee enden und wird musikalisch umrahmt. Des Weiteren haben wir ein Interview mit Janka Kluge zum Thema Gemeinnützigkeit. Und die musikalischen Beiträge werden von Bernd Köhler, Michael Czaskosi, Klaus Dollmann und der Songgruppe Trotz alledem umrahmt. Wir wünschen Ihnen einen interessanten und unterhaltsamen Abend. Hiermit übergebe ich das Wort an Fritz zur Petition. Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer multimedialen Feier zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus. An diesem Tag bekräftigen wir, der 8. Mai muss Feiertag werden. Esther Bescherano, die wir hier auf dem Bild sehen, hat mit einer Petition dazu wichtige Debatten in Gang gesetzt. Sie fordert, der 8. Mai muss Feiertag werden. Esther Bescherano ist eine Antifaschistin. Sie hat das Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück überlebt. Sie ist 95 Jahre alt und immer noch sehr agil und sehr aktiv. Sie hat den 8. Mai als Tag der Befreiung, als Feiertag vorgeschlagen. Er sollte gefeiert werden. Ein Feiertag für die Befreiten und für die Befreier. Sie hat einen Brief am 26. Januar an Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel geschrieben zur Gedenkfeier am 27. Januar zur Befreiung des KZ Auschwitz. Ihr Motto: nicht schweigen und nicht vergessen. Das heißt, wir müssen laut werden und mahnen. Die Alliierten haben durch großen militärischen Einsatz Europa vom Faschismus befreit. Allein die Sowjetunion hat 27 Millionen Tote zu beklagen. Insgesamt kamen 60 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Gemeinsam haben die Alliierten und die Partisanen und die Widerstandskämpfer in den einzelnen Ländern gegen die Nazi-Barbarei gekämpft. Viele, auch von den Widerstandskämpfern, haben den 8. Mai leider nicht mehr erlebt. Einen Tag, an dem die Befreiung der Menschen vom NS-Regime gefeiert werden kann, das ist überfällig. Seit 7 Jahrzehnten, viele Initiativen gab es, auch die Rede vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Esther Bescherano richtet sich an Menschen, die aus der Geschichte lernen wollen. Aber leider gibt es noch zu viele Geschichtsrevisionisten, die nichts aus der Geschichte gelernt haben. Zum Beispiel Höcke, Gauland und die AfD, die den 8. Mai als Niederlage betrachten. Mit der Petition will sie viele Unterstützer erreichen und fordert diese Unterstützer auf, Blumen an Gedenkorten niederzulegen. Mit Hilfe der VVN und anderen Organisationen wurden bis diese Woche 91.000 Unterschriften unter die Petition gesammelt, die Esther Bescherano diese Woche dem Bundestag übergeben hat. Sie sagt, dass Auschwitz nie wieder sei und dieses Land sich ändern muss. Denn der Weg nach Auschwitz war ein blutiger und mit Terror und Gewalt gepflasterter Weg.
Auschwitz war für Millionen Menschen die Hölle. Die Nazis haben mit Terror und Gewalt die Straßen und Köpfe der Menschen erobert. Die Industrie hat die NSDAP und die SS finanziert und damit vom Krieg und der Ausbeutung der Menschen profitiert. Auschwitz war eine Zäsur in unserer Geschichte. Dies darf nie wieder geschehen. Wir alle sollten wachsam sein, die demokratischen Rechte verteidigen, auch in der Corona-Krise. Rassismus und Hass müssen wir im Alltag entgegentreten. Sie sagt, das nie wieder wurde für viele Menschen zur Lebensaufgabe. Ich nenne hier nur Peter Gingold, ein hessischer Antifaschist und Kommunist, der in Frankreich im Widerstand war. Für ihn war der 8. Mai das Morgenrot der Menschheit. Martin Niemöller, ein Kirchenmann, bekennende Kirche, nach 1945 hat er sich sehr stark in der Friedensbewegung engagiert. Fritz Bauer, ein hessischer Generalstaatsanwalt, hat dazu beigetragen, dass Adolf Eichmann in Israel zum Tode verurteilt werden konnte und der Auschwitz-Prozess in Frankfurt in den 60er Jahren stattfand. Ich nenne Fritz Salm, einen lokalen Widerstandskämpfer in Mannheim, der das Buch Im Schatten des Henkers über den Mannheimer Arbeiterwiderstand geschrieben hat, der viele Vorträge über den Widerstand und Ausstellungen durchgeführt hat, der viele junge von uns mitgeprägt hat, nachdem hier in Mannheim auch eine Straße in der Neckarstadt benannt wurde, die Fritz-Salm-Straße. Und ich nenne noch Jakob Baumann, ein Sozialdemokrat, und Annette Langendorf, eine Kommunistin, die Gründungsvorsitzende der VVN in Mannheim waren und sehr viel für das Nie wieder getan haben und für die das eine Lebensaufgabe war. Wir alle, die wir diesen Tag heute gestalten, wollen nie wieder Auschwitz und die Menschen überzeugen, aus der Geschichte zu lernen. Den Rassisten und Antisemitisten, den völkisch-nationalen Kräften den Weg zu verbauen. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Also keine Waffenexporte, keine neuen F-18-Bomber und der Abzug der US-Atomraketen aus Büchel in der Eifel. Das sind die dringenden Gebote. Statt mehr Geld für die Rüstung brauchen wir Milliarden im Gesundheitswesen und für die Bildung. Dies zeigt gerade die Corona-Krise ganz deutlich, wie notwendig das ist. Esther Bejerano spricht in ihrem Brief auch davon, dass die Erinnerungs- und Gedenkkultur sich gut entwickelt hat. Dafür haben Generationen auch hart gestritten und wir als VVN haben kräftig da mitgemischt. Im zivilgesellschaftlichen Bereich wurde viel Aufklärung geleistet. Gemeinnützige Arbeit sollte anerkannt werden und nicht bestraft werden. Dazu werden wir später noch ein Interview mit unserer Geschäftsführerin zur Gemeinnützigkeit führen. Dies hat sich auch im schulischen und Bildungsbereich sowie der Gedenkstättenarbeit entwickelt. Und wir sind ganz gespannt auf die nächstes Jahr zu eröffnende NS-Dokumentationszentrum im Mannheimer Stadtarchiv Maschifum. Aber auch einen Aufstieg der Rechten beklagt Esther Bejerano und fordert stärkeren Einsatz gegen diese Entwicklung. NPD, AfD, Identitäre Bewegung, Reichsbürger, Pegida und neuerdings auch Teile des Widerstands 2020 wollen alle das Rad der Geschichte zurückdrehen. Hin zu einem völkischen Nationalismus, einem Rassismus wie in den USA. Sie betreiben die Spaltung unserer Gesellschaft. Deshalb muss der Staat und seine Institutionen, Polizei, Militär, Geheimdienste und Justiz, diese Entwicklung stärker aufdecken und massiver bekämpfen. Dies ist das Gebot der Stunde, gerade nach den Morden von Halle, Kassel und Hanau. Der 8. Mai muss also bundesweit zum Feiertag werden. Und wie heute der Mannheimer Morgen schreibt, auch europaweit wäre es doch eine sinnvolle Sache, den 8. Mai zum Feiertag zu machen und über die Zukunft und die Zukunft vor allen Dingen nachzudenken. Deshalb, der 8. Mai, ein Tag für Antifaschismus, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Als nächstes präsentieren wir Ihnen das Lied von der Moldau von Bernd Köhler. Zum 8. März
ich will 2019. Zum 8. Mai 2020 wollen wir euch ein Lied bringen, das Bertolt Brecht 1943 aus dem Exil in diese geschundene Welt geschickt hat. Ein Lied, in dem diese wichtige Losung vorkam, dass nach jeder Nacht auch immer wieder ein Tag kommt. Wir sind Joachim Hohmeis an der Geige, Bernd Köhler, Gesang, Gitarre. Das Lied von der Moldau. Es liegen drei Kaiser begraben im Brach. Das Große bleibt groß, nicht und klein, nicht das Klein. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Vielen Dank an Joachim Hohmeis und Bernd Köhler. Wir hören jetzt das aus dem Tagebuch von Karl Gressle, liest Susanne Wenz. Karl Gressle, ein Mannheimer Antifaschist, der zwei Jahrzehnte im KZ Sachsenhausen war, 1945 auf Todesmarsch geschickt wurde und nach 1945, als er wieder zu Hause in Mannheim war,
dieses Tagebuch geschrieben hat. Also ein Auszug daraus liest Susanne Wenz. 26. Mai 1945. Am 2. Mai in aller Frühe verbreitet sich das Gerücht, Hitler sei tot. Wir sind skeptisch, aber hoffentlich ist es wahr. Er soll bei der Verteidigung der Reichskanzlei gefallen sein. Im Laufe des Tages bestätigt sich das Gerücht. SS-Leute und Soldaten sagen es uns immer wieder, aber sie zeigen keine Trauer darüber. Sie schweigen. Aber ihre Gesichter scheinen zu sagen, Gott sei Dank oder endlich. Wir sprechen uns untereinander aus und sind der Überzeugung, dass jetzt der völlige Zusammenbruch in kurzer Zeit erfolgen muss. Denn den moralischen Einfluss, den Hitler auf die Masse, wenigstens auf Teile der Masse, noch hat, ist nicht zu ersetzen durch keinen Göring, Himmler oder sonst jemanden. Noch eine Nachricht erreicht uns an diesem Tage. Die Amerikaner sind in Schwerin. Und wir sind ja auf dem Wege dorthin. Wir glauben das nicht. Denn wenn die tatsächlich dort wären, würden wir doch umkehren. Hinter Kriwitz im Walde Quartier. Wir haben uns zu dritt schon vorher einen Plan gemacht. Im Walde angekommen, werfen wir Gepäck und Decken auf die Erde. Zwei stürzen davon und raffen alles erreichbare Holz in der Nähe zusammen. Jakob hatte schon einen Bund Stroh von Kriwitz mitgeschleppt. Jetzt geht er Neues holen. Ich hole Wasser und muss zu diesem Zwecke mindestens 500 Meter weit laufen. Auf Begleitposten haben wir gar nicht mehr gewartet, wir sind einfach losgezogen. Auf dem Rückweg fülle ich mir noch die Taschen voll Kartoffel aus einer Miete. Dann also wieder Pellkartoffel in Mengen und Esswaren aus dem Paket. Bau eines überdachten Nachtlagers. Mitten in der Nacht wache ich auf. Im ganzen Wald brennen die Lagerfeuer. Es knallt und kracht in unserer Nähe. Sie sprengen dort angeblich Munition. Von der Landstraße her hört man Gesang. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Erst fällt Hitler und dann die Partei. Man soll kapituliert haben. Da wären wir also morgen frei. Frei nach 10 Jahren. Endlich. Am Morgen die erste Frage. Wo ist die SS? Wo sind die Posten? Die sitzen noch am Waldrand. Was? Ich denke, es wäre aus. Man weiß nicht. Aber es war doch aus. 2 Stunden später war keine SS mehr da. Die Gewehre waren auf einem Haufen zusammengeworfen. Wir beschlossen, nach Schwerin zu wandern. Dort sind die Amerikaner, wo wir vor der SS sicher sind. 17. Juni 1945. Ja, am 3. Mai war unsere SS-Bewachungsmannschaft verschwunden und wir waren frei. Es war ein sonniger Maitag und wir machten uns auf den Weg. Wir lagen bei Kriwitz. Die paar Kilometer waren für mich sehr beschwerlich. Mir war es hundsmiserabel. Alle paar hundert Meter musste ich ausruhen. Die Straße nach Schwerin war voll von Soldaten ohne Waffen. Dazwischen Zivilflüchtlinge in Treckwagen und zu Fuß. Auch am 4. Mai hält der Zustrom von Zivilisten und Soldaten in die amerikanische Gefangenschaft an. Soldaten, die einzeln oder in kleineren Gruppen kommen, werden von Ausländern ihres Hab und Gut beraubt. Brotbeutel, Tornister, auch Ringe und Uhren und Fahrräder werden ihnen von diesen aus den Händen gerissen. Es sind dies ehemalige ausländische Häftlinge oder Kriegsgefangene, die sich auf diese Weise allerlei Sachen aneignen. Kommen ehemalige SS-Leute aus Sachsenhausen an, dann gibt es ein großes Hallo bei den zahlreichen hier herumstehenden vormaligen Häftlingen. Diese SS-Leute müssen dann wahrhaft Spießruten laufen unter ständigen Schmähungen. Wenn der Amerikaner nicht da wäre, könnte wohl mancher gleich sein Testament machen. Aus den Ereignissen der folgenden Tage ist hervorzuheben das Begräbnis von 180 ehemaligen Konzentrationslagerinsassen, die noch in der letzten Nacht von der SS hingemordet wurden.
Eine unüberschaubare Menschenmenge war anwesend und es war unmöglich, an die Gräber, wo die Leichen aufgebahrt lagen, heranzukommen. Auch die Ansprachen konnte ich nicht verstehen. Aber trotzdem war das Ganze eine machtvolle Kundgebung gegen das Nazisystem, gegen dieses Mordsystem, das so viel Unglück über die Menschheit gebracht hat. Nach solch einem emotionalen Zeitzeugenbericht durch das Tagebuch eines 10-jährigen Gefangenen machen wir weiter mit ein bisschen Musik von Micha Czaskosi, Wölfe mitten im Mai. Nach dem Krieg, so wird in der offiziellen Geschichtsschreibung der BRD berichtet, waren die Nazis plötzlich alle verschwunden. Und der Aufbau eines demokratisch geläuterten Deutschlands konnte beginnen. Doch es gab auch Menschen, die diese Geschichtslüge nicht mitverbreitet haben und nicht unkommentiert gelassen wollten. In den 60er Jahren schrieb Franz Josef Degenhardt sein Lied über Augustin Schäfer, der verzweifelt versucht, die Menschen vor den Wölfen zu warnen, die unter ihnen leben. Viele Fragen, die nur einer hören will, der stören will. August der Schäfer hat Wölfe gehört. Wölfe mitten im Mai, zwar nur zwei, aber August, der stört. Sie hätten zusammen das Fraßlied geheult, das aus früherer Zeit, und er schreit, und sein Hut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät, schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Wer hört schon auf einen alten Hut und ist auf der Hut und ist auf der Hut? August, der Schäfer, ward nie mehr gesehen, nur sein alter Hut voller Blut schwamm im Bach circa 10, hat dann später das Dorfhexenkind nachts im Steinbruch entdeckt, blutbefleckt und die Schnauzen im Wind. Dem Kind hat die Mutter den Mund zugehext, hat gezischelt, bis still oder du verreckst. Wer den bösen Wolf nicht vergisst, mein Kind, bleibt immer ein Kind, bleibt immer ein Kind. Schon schnappten Hunde den Wind und im Hag rochen Rosen nach Aas, kein Schwein fraß, Eulen jagten am Tag, Hühner verscharrten die Eier im Sand, Speck im Fang wurde weich, aus dem Teich krochen Karpfen ans Land. Da haben die Greise zahnlos gelacht, gezischelt, wir haben's gleich gesagt. Die Felder wieder mit altem Mist, sonst ist alles Mist, sonst ist alles Mist. Beim Feuertanzfest, keiner weiß heut mehr wie, waren sie plötzlich da ausgeäst, sprangen sie in den Tanzkreis so schnell, bissen Bräute ins Gras und zu blass schien der Mond aber hell. Hell brannte Feuer aus trockenem Moos, brannte der Wald bis hinunter zum Fluss.
Kinder spielt vom Rauch, dort wissen wir nichts und riechen auch nichts und riechen auch nichts. Gold aus dem Mund, seid klug und wühlt euch Gräben ums Haus. Gebt eure Töchter dem rohesten Knecht, jenem, der noch zur Not nicht nur Brot mit den Zähnen aufbricht. So sang der verschmuddelte Bauchladenmann und pries Amulette aus Wolfszähnen an. Wickelt Stroh und Stacheldraht um den Hals und haltet den Hals und haltet den Hals. Was ist dann doch in den Häusern? Balken und Bett, welches Fett hat den Rauchfang verschmiert? Wer gab den Wölfen die Kreide, das Mehl, stäubte die Pfoten weiß? Welcher Geiß glich das Ziegengebell? Und hat sich ein siebentes Geißlein versteckt, wurden Wackersteine im Brunnen entdeckt? Viele Fragen, die nur einer hören. Der Stören will, der Stören will. Doch jeder Knecht mit dem Wildschweingebrech, heut ein Touristenziel, weiß, wie viel da geschah, aber frech. Hockt er im Käfig, frisst Blutwurst und lacht, wenn man ihn fragt, und nur Schlag 0 Uhr zur Johannisnacht. Wenn von den Bergen das Feuerrad springt, die Touristen scharf fröhlich das Fraßlied singt, weiß der Wild ins Gitter, schreit Schluss mit dem Lied. Mehr als zwei, und der Schäfer, der schwört. Sie hätten zusammen das Fraßlied geheult, das aus früherer Zeit, und er schreit, und sein Blut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät. Schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Doch wer hört schon auf einen alten? Im Andenken an die Verbrechen des NS-Regimes schrieb Franz Josef Degenhardt den Text, wo von Micha Chaskosi begleitet von Rike Fieser an der Flöte und Jerlam Ricardo an der Gitarre. Und nun übergebe ich das Wort schon wieder an Fritz. Du darfst. Danke. Ja, und wir bleiben in Heidelberg. Und hören jetzt ein Grußwort für die VVN Heidelberg von Michael Dandl und ein Beitrag über das Leben von dem Widerstandskämpfer Albert Fritz
der auch zur Widerstandsgruppe Georg Lechleider gehörte. Hallo Genossinnen, Kameraden. Mein Name ist Michael Dannel. Ich begrüße euch im Namen der VVN-BDA-Kreisvereinigung Heidelberg. Wir stehen hier auf dem Bergfriedhof vor der Gedenkstätte für insgesamt 27 von den Nazis ermordete Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer. Sie sind in den Jahren zwischen 1942 und 1944 in Stuttgart hingerichtet und zu Forschungszwecken ans Anatomische Institut der Uni Heidelberg überführt worden. Es hat nach der Befreiung lange gedauert, bis die Uni Heidelberg die körperlichen Reste freigegeben hat. Seit Jahrzehnten veranstaltet die VVN-BDA hier an diesem Ort an jedem 1. November des Jahres die zentrale Gedenkfeier für die hier liegenden Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer. Wir als VVN-BDA Heidelberg wollten 2020 den 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus in besonderer Weise würdigen. Zum einen wollten wir direkt am 8. Mai zusammen mit der VVN-BDA Mannheim im Naturfreundinnenhaus in Mannheim eine Feier veranstalten. Zum anderen wollten wir am 9. Mai zusammen mit der Antifa-Initiative eine große Demonstration in Heidelberg durchführen. Dabei sollte ein Schwerpunkt auf die Forderung gelegt werden, den 8. Mai in einen gesetzlichen Feiertag zu verwandeln. Befreiung, was sonst? Unter den seit Mitte März gegebenen Umständen war dies alles jedoch nicht mehr möglich. Wir mussten uns mit unseren Aktivitäten ins Virtuelle verlagern. Dort startete dann auch eine sehr erfolgreiche Petitionsaktion, den 8. Mai zum Feiertag machen. Und wir als VVN-BDA Heidelberg stellen zum Tag der Befreiung einen Videoclip ins Netz. Mitglieder und befreundete Antifaschistinnen haben dafür mit Transparenten und Fahnen ausgestattet, Orte von Verfolgung und Widerstand in Heidelberg und benachbarten Gemeinden besucht. Außerdem veröffentlichen wir in loser Folge zum 8. Mai hinführend Beiträge zu Widerstand in Heidelberg und zur Befreiung vom Faschismus. Und stellen dabei auch aktive Antifaschistinnen vor, die bis zum letzten Atemzug ihren Mut bewiesen hatten und haben. Einer von ihnen ist Albert Fritz. Der Eisendreher war zeit seines Lebens politisch aktiv. Sehr früh schon Mitglied der KPD und in den 1920er Jahren an Generalstreiks und Aufständen der Arbeiterinnenbewegung beteiligt. Ab 1925 war Albert Fritz in Heidelberg gemeldet. Und seit 1929 lebte er im roten Stadtteil Kirchheim. Bis 1933 war Albert Fritz für die KPD Mitglied des Heidelberger Stadtrats. Die Machtübergabe an die Nazis ging sofort mit einer breiten Repressionswelle gegen die Arbeiterinnenbewegung einher. Bereits Anfang März 1933 wurde Albert Fritz verhaftet. Nach seiner Freilassung im Frühjahr 1934 engagierte er sich neben seiner Arbeit für die illegale KPD vor allem für die Rote Hilfe Deutschlands, die die zahllosen politischen Gefangenen und ihre Familien unterstützte. Ende 1934 wurde Albert Fritz erneut verhaftet und im März 1935 zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er an der Erstellung illegaler Schriften im KPD-Unterbezirk Heidelberg beteiligt gewesen war. Nun zitiere ich aus unserem Text auf unserer Homepage. Nicht nur aus eigener bitterer Erfahrung, sondern auch aus seiner langjährigen Arbeit für die Rote Hilfe wusste Albert Fritz nur zu gut, wie das NS-Regime mit Menschen verfuhr, die es immer noch wagten, Widerstand zu leisten. Er wusste, welcher Gefahr er sich aussetzte, aber es war ihm wichtig, die Menschen in seinem Umfeld über die Auswirkungen von Hitlers Politik, Gleichschaltung, Unterdrückung, Vernichtung und Krieg aufzuklären. Deshalb setzte Albert Fritz gleich nach seiner Entlassung seine antifaschistische Tätigkeit fort und schloss sich der Widerstandsgruppe um Georg Lechleiter an. Der ist auch hier aufgeführt. An seinem neuen Arbeitsplatz der Mannheimer Schiffswerft
sammelte Albert Fritz eine kleine Zahl von zuverlässigen Antifaschistinnen um sich. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion beschloss die Gruppe, eine klandestine Zeitung herauszugeben. Der Vorbote sollte über den realen Kriegsverlauf und die Entwicklungen innerhalb des Reichs informieren. 4 Nummern des Vorboten erschienen im Herbst und Winter 1941 in einer Auflage von bis zu 200 Exemplaren. Im ganzen Großraum wurden die Artikel über die tatsächliche Entwicklung des deutschen Vernichtungskriegs, über die wirtschaftlichen Folgen und über die Grundsätze konspirativer Arbeit von eingeweihten Nazi-Gegnerinnen gelesen. Die 5. Ausgabe sollte noch bis Ende Februar 1942 fertiggestellt werden. Doch dazu kam es nicht mehr. Am 26. Februar begann die Gestapo mit der Festnahme zahlreicher Antifaschistinnen aus Mannheim und der Region, darunter Georg Lechleiter und Jakob Faulhaber. Auch er ist hier aufgeführt. In einer zweiten Verhaftungswelle im März wurde auch Albert Fritz inhaftiert. Die nun folgenden Verhöre dauerten ununterbrochen Tage und Nächte lang und wurden mit ungeheuerlicher Brutalität geführt. Die Folterungen forderten noch vor Beginn der Prozesse 3 Todesopfer. Am 16. Mai 1942 wurde gegen die ersten 14 Angeklagten das Todesurteil gesprochen. In den Morgenstunden des 15. September wurden sie hingerichtet. Am 21. Oktober 1942 begann der Prozess gegen die zweite Gruppe der Angeklagten, unter denen sich auch Albert Fritz befand. Das Verfahren fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, nachdem die erste Gruppe im Gerichtssaal ihre Standhaftigkeit bewiesen und sich selbstbewusst zu ihrer politischen Überzeugung bekannt hatte. Albert Fritz wurde am 22. Oktober 1942 mit 4 Genossinnen zum Tode verurteilt, die übrigen Angeklagten zu langjährigen Haftstrafen. Am 24. Februar 1943 um 5 Uhr morgens wurde Albert Fritz zusammen mit seinen Mitstreiterinnen im Lichthof des Justizgebäudes in Stuttgart enthauptet. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Nach den netten Grußworten unserer Freundin Heidelberg hören Sie jetzt ein jiddisches Parisanenlied, Textes von Hirsch Klick, auf eine Melodie eines russischen Volksliedes. Von Klaus Dollmann wird die Musik dargestellt. Viel Spaß dabei. Still, die Nacht ist euch gestirnt und der Frost hat starr gebrennt. Ziege, denkst du, wie ich hab dich gelernt? Speierl in die Hände, Ziege, denkst du, wie ich hab dich gelernt? Hol den Speier in die Hände. A Meut, a Pelzel und a Bäret und hol den Handfest an a Garn. A Meut mit a Sammeten a Ponim. Hied ob des Säunes Karawan. A Meut mit a Sammeten a Ponim. Hied ob des Säunes Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen hat ihr kleininker Pistol ein Eutower Fuhlinken mit Waffen. Not sie mit den Keulen neut, o a Fuhlinken mit Waffen.
goldenen Nordsee mit dem Keul. Verduck von Walde Reus gekrochen, mit Schneegirlanden auf der Ohr. Gemutig von kleinen Chemnitz ochem, fahr unsere neuen Freien do. Gemutig von kleinen Chemnitz ochem, fahr unsere neuen Freien do. Vielen Dank an Klaus Dollmann. Im Hintergrund sahen wir die VVN-Fahne, blaue Streifen, roter Winkel, der mit der Spitze nach unten weist, für die politischen Gefangenen in den Konzentrationslagern. Und den Schal, den roten Schal der Songgruppe Trotz alledem. Wir hören jetzt ein Grußwort der Naturfreunde Ortsgruppe Mannheim. Es spricht Rolf Schönbrot. Die Mannheimer Naturfreunde grüßen alle, die sich heute an der Erinnerung an das Kriegsende vor 75 Jahren beteiligen. Der 8. Mai 1945 ist ein historisches Datum, wie es in der deutschen Geschichte nicht allzu oft vorkommt. Er markiert das Ende einer Schreckensherrschaft, in der Parteien, Gewerkschaften, Organisationen wie die Naturfreunde verboten waren und ihre Mitglieder von Staatsorganen verfolgt, gedemütigt, inhaftiert und ermordet wurden. Der 8. Mai 1945 ist zugleich der Ausgangspunkt für eine Friedensphase in weiten Teilen Europas, die bis heute andauert. Das Glück, hier in Frieden leben zu können, ist für uns auch die Verpflichtung, für weltweiten Frieden in Freiheit und Demokratie einzutreten. 40 Kriege allein 2018 zeigen, wie weit wir davon noch entfernt sind. Gewinnmaximierungen mit Hilfe von Waffenexporten bringt uns diesem Ziel nicht näher. Kriege und Gewaltherrschaften lösen keine Probleme, sie schaffen nur neue. Es ist an der Zeit, sich global mit internationaler Solidarität den Problemen dieser Welt wie Klimaveränderung, Armut, Hunger, fehlender Zugang zu Wasser, Medizin und Bildung zu widmen. Lasst uns alle endlich die richtigen Konsequenzen aus der Zeit vor dem 8. Mai 1945 ziehen. Vielen Dank, lieber Rolf, für dein Grußwort. Ja, wir hoffen und wünschen, dass wir nächstes Jahr den 8. Mai als Feiertag an einem Samstag gemeinsam im Stadtheim der Naturfreunde feiern können. Und nun hören wir ein Grußwort des offenen antifaschistischen Treffens Mannheim. Es spricht der Ivo. Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, der Tag der Befreiung jährt sich diesem Jahr zum 75. Mal. In diesem Jahr stellt uns die Corona-Pandemie vor einer besonderen Herausforderung und bringt wesentliche Einschnitte in unsere politische Arbeit mit sich. So können wir diesen Tag nicht feiern, wie er geplant war. Umso mehr freut es uns, dass die VVN diesen Weg des Gedenkens gewählt hat und diesen wichtigen Tag nicht in Vergessenheit geraten lässt. Wir als offenes antifaschistisches Treffen freuen uns immer wieder, den Tag der Befreiung zusammen mit der VVN feiern zu können. Die Zusammenarbeit zwischen OAT und VVN konnte in den letzten Jahren, wie man zum Beispiel am gemeinsamen antifaschistischen Stadtrundgängen oder am Lichtleitergedenken sehen konnte, weiter ausgebaut werden. Dies freut uns besonders, da die VVN ein wichtiger Partner gegen rechts ist. Erst vor kurzem hat Alexander Gauland sich gegen einen Feiertag am 8. Mai ausgesprochen, da dieser laut seiner Aussage ein Tag der absoluten Niederlage sei, was ein erneuter Tabubruch von Seiten der AfD war. Aber nicht nur der AfD wird lauter, sondern auch andere rechtsextreme Kreise. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir ein Erstarren von neofaschistischen Kräften nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa erleben, gilt es mehr,
denn je auf sie aufmerksam zu machen und ihnen entgegenzutreten. Dieses Ziel verfolgen wir als OAT gemeinsam mit allen antifaschistischen Gruppen weiterhin entschlossen. Und im Gedenken an die Opfer des deutschen Faschismus schließen wir uns der Forderung der VVN an, dass der 8. Mai nun zum gesetzlichen Feiertag erklärt wird. Andere europäische Länder, wie zum Beispiel Frankreich oder die Niederlande, haben ihren Tag der Befreiung vom deutschen Faschismus bereits schon zum Feiertag erklärt. Es ist längst überfällig, dass Deutschland diesen Tag der Befreiung ebenfalls als Feiertag anerkannt. Denn wer nicht feiert, hat verloren. In diesem Sinn, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Nach diesen Grußworten machen wir weiter mit ein bisschen Musik von der Songgruppe Trotz alledem. Wann geht der Himmel wieder auf? Stehen, schaut mich an, weiß nicht, wo ihn gehört, und seine Augen stellen mir die Frage: Wann geht der Himmel auch für mich wieder auf? Wann geht der Himmel wieder auf? Wann scheint die Sonne mal wieder? Sind wir nicht alle Brüder? Wann geht der Himmel wieder auf? Wir sehen jetzt ein Video mit Egon Knapp, Dr. Egon Knapp, unser Kamerad, der auch hier jahrelang in Mannheim im Vorstand bei der VVN war. Egon Knapp ist im letzten Jahr 50 Jahre Mitglied der VVN und ist ein Leben lang Antifaschist. Er hat lange in Düsseldorf gelebt, seine Eltern früher in Mannheim, die Familie, dann nach Schwetzingen gezogen. Und hat immer aktiv sich hier an den Auseinandersetzungen beteiligt. Vor allen Dingen war für ihn sehr wichtig die Gedenkfeier am Lechleiderplatz. Und er hat auch gute Kontakte in Schwetzingen zu Gewerkschaften, zu Antifaschisten über die Jahre gehabt. Gut, jetzt im Alter. Egon wird nächstes Jahr 90 Jahre alt und ist von der Gesundheit nicht mehr so sehr beweglich. Aber sehen wir uns doch selbst das Video an. Er spricht dann selbst über sein Leben. Mein politischer Werdegang war eigentlich der, ich komme aus einem antifaschistischen Elternhaus. Die Eltern haben beide bei den Nazis ihre Haftstrafen abgesessen.
das ging so weit, weiß ich noch, dass meine Mannheimer Oma mit uns Kindern in den Schlosspark gingen. Von dort aus hatte man Einblick in das Mannheimer Gefängnis. Und unsere Oma sagte uns als Kleinkinder, sagte Oma, da oben sitzt eure Mutter, ruft mal jetzt laut, die Mama soll rauskommen. Und wir als Kinder haben das natürlich gemacht, weil wir unsere Mutter lieb hatten und haben nach ihr gerufen. Und im Nachhinein sagte sie, ja, sie hat gehört, hat sie es, aber gesehen konnte sie es nicht. Aber vielleicht hat das ein bisschen was beigetragen, dass die Nazis dann doch die Haftstrafe von unserer Mutter etwas abgekürzt haben. Ja. Das ist ein Werdegang. Aber so ging es dann eben weiter, dass meine Eltern unter ständischer Gestapo-Beobachtung waren und wir das so im nebenbei mitbekamen. Wobei ich immer wieder sagen muss, diese Eindrücke auf uns Kinder, die waren mehr als das, was Eltern ihren Kindern wörtlich beibringen konnten. Ja. Man wusste, da kommt jemand, der will nichts Gutes zu seinen Eltern. Und da muss man drauf reagieren. Und das haben wir auch getan. Und ich muss sagen, dass den ganzen Krieg über war bei uns in der Familie eine politische Offenheit da gewesen, dass unser Vater uns im Laufe der Jahre mit einer großen Landkarte informiert hatte, wie der kriegerische Stand der Auseinandersetzung der Nazis gegen die Sowjetunion waren. Meine Eltern kamen ja aus Mannheim, sind praktisch in Schwetzingen zugezogen und damit mit drei Kindern auf Wohnungssuche. Und so kam es auch, dass wir dann in Anfang der 30er Jahren eine Wohnung bekamen in einem Achtfamilienhaus, wo an die 20 Kinder gelebt haben. Das war natürlich von der Seite her für uns als Kinder ein frohes Erlebnis, wenn es auch unter ganz bescheidenen allgemeinen Bedingungen davon starten ging. Alljährlich wurde ja der Schüler Nummer 1 gewählt, der bei Schulanfang die Schulklassen im Hof der Schule, der Hilderschule versammeln musste und musste ordnungsgemäß, wie es bei Nazis üblich war, Meldung machen an den Rektor. Und in diesem Zusammenhang musste dann die Nazi-Fahne gehisst werden. Und das Eigenartige war bei mir, dass die Fahne nicht mehr hochging. Der Krieg war so weit fortgeschritten, dass das Öl anscheinend in den Schulen ausgegangen war und die nicht mehr in der Lage waren, die Rollen da zu hissen. Aber ich konnte das meinem Vater dann mitteilen, dass die Fahne nicht mehr hochging. Und er tröstete mich und sagte, Junge, mach dir keine Sorgen, du wirst bald eine andere Fahne hissen können. Leider ging ja die Schulzeit bei mir mitten im 6. Schuljahr zu Ende, weil die Fliegerangriffe der Alliierten zunahmen zu der Zeit und dann wurden die Schulen geschlossen. Es war schon eine tragische Situation. Die Bäckerei musste in Betrieb bleiben, obwohl schon Artilleriebeschuss auf Nordschwetzingen war. Und die anderen haben sich immer amüsiert, wenn ich irgendwas pfeifen hörte, so viel hatte ich mitbekommen in der kindlichen Ausbildung damals, auf den Boden werfen. Das habe ich gemacht. Immer wenn eine Granate pfiff, dann warf ich mich auf die Erde. Und die anderen Bäcker, meistens waren das polnische Kollegen, die haben sich amüsiert, wenn ich bis zu dem Augenblick, wo es plötzlich eine andere Reaktion gab, weil eine Granate schlug in das Haupthaus ein
Und die Granate explodierte aber nicht, sondern sie schlug durch bis in den Keller und tötete dabei die eine Tochter vom Bäckermeister. Mhm. Die Tragik eigentlich ist, die einerseits der Tod dieser, das war ein gutes Mädchen, die war zu uns Bäckern gut, die Tragik, dass die zu Tode kam, die andere Seite war, dass man uns hat arbeiten lassen, obwohl der Artilleriebeschuss schon im Gange war, mhm, und die Backstube ja nur von einem Glasdach überdeckt war, mhm, sodass mich heute noch manchmal frage, was war die Orientierung der amerikanischen Artillerie, dass die dieses Bäckerhaus da, na gut, auf jeden Fall, wie gesagt, erst dann wurde aufgehört zu arbeiten und ich ging nach Hause und damit war meine Tätigkeit in der Bäckerei zu Ende. Ich habe dann Tischlerlehre gemacht. Eigentlich wollte ich in die Försterei gehen, eine Forstlaufbahn machen. Aber Freunde sagten mir, die Forstwirtschaft ist fest in der Hand von der CDU. Und da bräuchte ich nicht als progressiver junger Mensch damit zu rechnen, dort eine Lehrstelle zu kriegen. Das Schicksal wollte ist, dass ich diese Lehre schnell verlor, weil damals ein Gesetz herauskam, das hieß, junge Menschen unter 18 Jahren haben Anspruch auf 4 Wochen Urlaub. Und weil meine Jugendgruppe, die Naturfreunde-Jugend damals, die meine Naturfreunde-Gruppe plante einen Urlaub von 3 Wochen im Allgäu. Und als ich meinem Lehrmeister das sagte, sagte mir immer, bei uns gibt es das nicht, bei uns gibt es die 14 Tage. Wenn, dann kannst du im christlichen Jugendverband versuchen, ob es dort was zu Besseres gibt. Dann bin ich zur Gewerkschaft gegangen, mein erster Kontakt zur Gewerkschaft. Da war in Heidelberg ein alter Mann, der war mir sehr sympathisch. Dem habe ich mein Schicksal geschildert und er sagte mir, Junge, geh du mal in Urlaub. Ich kümmere mich schon und werde mit deinem Lehrmeister in Heidelberg das besprechen. Mit dem Ergebnis, als die Ferien zu Ende waren, war die Entlassung da gewesen und es beginnt ein Gerichtsprozess, den mir die Gewerkschaft ermöglichte, den wir auch begannen, aber er brauchte mich nicht mehr einzustellen, sondern er musste mir aber eine andere Lehrstelle in Heidelberg suchen und das fand auch statt. Und ich war glücklich, beim alten Sozialdemokraten die Tischlerlehre zu Ende zu führen und habe dort ein gutes Arbeitsverhältnis gefunden, weil auch die politische Grundeinstellung übereinstimmte. Yeah. Dann hörte ich aber von einer Möglichkeit in der DDR, dass man dort als gelernter junger Arbeiter, der eine Berufsausbildung hatte, die Möglichkeit bekam, an der sogenannten Arbeiter- und Bauernfakultät in 3 Jahren Hochschulreife zu erwerben. Und darum bewarb ich mich. Und die Bewerbung wurde angenommen und so konnte ich dann Ende 1950 mein Studium in der DDR beginnen. Eigentlich wollte ich getreu des Einflusses meiner Mutter, die aus der Forstwirtschaft kam, wo sie im Büro arbeitete, wollte ich eigentlich in die Fortschriften. Aber die Cleverness meiner Frau, die hat es geschafft, dass ich dann, sie hat mich quasi ein bisschen umgepolt und hat so mich überzeugt. Hat mich überzeugt. Insofern konnten wir dann anschließend nach dieser Arbeit- und Bauernfakultätausbildung in Leipzig das Medizinstudium aufnehmen. Ja, ja. Also habt ihr zusammen dann studiert? Wir haben dann in Leipzig studiert und haben dort auch dann unser Examen gemacht. Und nach dem Examen hieß er, die DDR hat seinerzeit ein Gesetz gehabt, dass Leute, die von auswärts dorthin zum Studium kamen, die
mussten anschließend Abschluss des Studiums, mussten die in ihre Heimatländer zurück. Das war die Zeit, als wir beruflich uns in Düsseldorf niedergelassen haben. Wir haben dort eine Arztpraxis übernommen auf einem alten Antifaschisten. Und dann begann natürlich auch die Frage des politischen Engagements. Und da ich aus einem antifaschistischen Elternhaus stamme, wo meine beiden Eltern bei den Nazis ihre Haftstrafen über sich ergehen lassen mussten, resultierte für uns daraus, dass wir uns natürlich auch antifaschistisch betätigen wegen von der Basis der Arztpraxis aus. Und es fiel uns nicht schwer, weil unser Vorgänger war auch ein alter, gestandener Antifaschist, den in diesem Sinne wir und die Praxis übernommen haben und auch darüber hinaus uns politisch aktiv tätig werden ließen. Ich komme ja aus einem kommunistischen Elternhaus. Insofern würde man, ohne dass meine Eltern uns gedrängt hätten auf einen politischen Kurs, dass man eben nachdenklich wird in der Einschätzung der Situation der Menschen. Der Fritz Halm war damals, das war noch meine Zeit der politischen Aktivität in der FDJ, war der Fritz Halm, war einer unserer Lehrer, der uns berichtet hat von seinen Vorstellungen der Zukunft und uns die Möglichkeit gäbe, uns rauszusuchen, was wir davon bedeutungsvoll halten und bereit wären, auch weiterhin zu tragen. Aber wenn wir schon dabei sind, muss ich nur noch eins sagen, mit dazu beigetragen zu unserer politischen Bildung war die Tatsache, dass wir einerseits einen Onkel Wilhelm Künstler hatten. Das war ein aktiver Kommunist, der nach der Machtergreifung Nazis im illegalen Kampf für die KPD tätig war und dort dem einer Verräterin zum Opfer gefallen ist, die ihn verraten hat und er dann zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. 11 Jahre verbrachte er in Stuttgart am Hohen Asberg. Und jedes Mal, wenn ich dort nach Stuttgart fahre heute, denke ich an meinen Onkel Wilhelm. Er hat die Zeit überlebt, damals mit schweren psychischen Schäden vor allen Dingen, aber er ist weiterhin Kommunist geblieben. Und ein weiteres prägendes Erlebnis war die Geschichte, wir nannten ihn Onkel Albert. Das war Albert Fritz aus Heidelberg-Kirchheim. Er war Mitstreiter in der Mannheimer Widerstandsgruppe und wurde verhaftet in den 40er Jahren und auch von den Nazis mit dem Todesurteil hingerichtet. Das war ein Onkel, ein Genosse meiner Eltern, der uns sehr nahe stand, und das ist bis zum heutigen Tage sehr prägend auf uns, auf die ganze Familie war. Und deshalb ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, im November immer wieder zu den Gedenkveranstaltungen am Lechleicherplatz in Mannheim und auf dem Bergfriedhof in Heidelberg an den Veranstaltungen teilzunehmen und an den Genossen zu gedenken, die damals ihr fürs Ansehen der guten Menschen in Deutschland ihr Leben geopfert haben. Mhm.
Da sind wir wieder. Die Melodie des Liedes Bella Ciao, das Sie gleich von Gizem Götziacik hören werden, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von den Reispflückerinnen der ehemaligen Provinz Terre d'Acqua neben Bologna gesungen. 1906 ist die erste Fassung bekannt. Damals beklagten sich die Reispflückerinnen über die harten Arbeitsbedingungen. Bekannt wurde das Lied aber erst im Zweiten Weltkrieg durch die italienischen Partisanen. Heute ist das Lied zur Hymne des antifaschistischen, anarchistischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegung geworden. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen, ich begrüße euch im Namen der DDF-Jugend Mannheim. 75 Jahre ist seit der Befreiung vom Faschismus vergangen. Umso wichtiger ist es, an diesen Tag zu erinnern. Wir sehen heute, wie rechte Kräfte in Deutschland und in Europa immer stärker werden und unser Zusammenleben gefährden. Deshalb wird es immer wichtiger, diesen Tag und den Ausmaß des Faschismus in Erinnerung zu behalten und ihn nicht zu vergessen. Aus diesem Grund unterstützen wir die von Esther Bejerano und dem VVN BDR ins Leben gerufene Petition und die Forderung, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Zum Schluss gibt es jetzt noch einen kleinen Musikbeitrag von der lieben Gizem und wir wünschen euch viel Spaß. Hi, das Lied, das ich jetzt spielen werde, singe ich auf Deutsch, Italienisch und Türkisch. Viel Spaß mit Bella Ciao. Eines Morgens in aller Frühe, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Weg. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Stamattina mi son alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son alzato e ho trovato l'invaso. Stamattina mi son alzato e ho trovato l'invaso. İşte bir sabah uyandığımda, ciao bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Elleri bağlanmış bulduğum yurdumun her yanı işgal altında. Elleri bağlanmış bulduğum yurdumun her yanı işgal altında. Sen ey parti beni de götür. Ciao bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem partizanca, ciao bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Güneş doğacak, açacak çiçek. Ciao bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. E queste fiori del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E queste fiori del partigiano morto per la
Stadt. Ja, wir kommen jetzt zum Interview mit unserer Landesgeschäftsführerin Janka Kluge. Janka Kluge ist auch Mitglied des Bundesausschusses der VVN, kennt den Diskussionsstand über das Thema Gemeinnützigkeit der VVN sehr gut. Janka, ich grüße dich und hoffe, es geht dir gut. Ja, hallo, mir geht's ganz gut, Jick. Das ist schön. Also, ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Ich hoffe, du bist da bereit. Sagst du die Frage nochmal? Ja, ich will die Frage nochmal stellen. Was hat der Bund erstens nach der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der VVN auf Bundesebene im Jahr 2019 durch ein Berliner Finanzamt hat sich eine große Solidaritätswelle entwickelt. Und viele Menschen haben ihren Eintritt in die VVN erklärt. Was hat der Bundesvorstand konkret unternommen, um die Gemeinnützigkeit wieder zu erlangen? Also zum einen, es war ein Beschluss von dem Oberfinanzamt Berlin. Und bei diesem Beschluss war es so, dass dieser Beschluss praktisch noch nicht rechtsgültig ist. Das heißt, wir haben Widerspruch eingelegt und über diesen Widerspruch muss jetzt noch entschieden werden. Also natürlich werden wir, wenn dieser Widerspruch abgelehnt wird, natürlich sofort eine Klage einreichen. Aber in dem Zustand, wo es im Moment ist, die Auseinandersetzung, können wir noch gar keine Klage einreichen, weil zuerst dieser Widerspruch entschieden werden muss. Aber wir haben ja das öffentlich gemacht und es gab ja, du hast es gerade gesagt, eine ganz große Solidaritätswelle. Es gab sehr viele Neueintritte in die VVN und es gab eine Unterschriftenkampagne, dass die VVN gemeinnützig bleiben soll, weil es natürlich schon ein sehr eigenartiges Bild wirft auf die Bundesrepublik, dass Nazi-Verbände und Nazi-Organisationen noch gemeinnützig sein können. Also bis vor kurzem die UNITER zum Beispiel. Und dass die VVN als älteste und größte antifaschistische Organisation die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Okay, Janka, der VVN drohen hohe Steuernachforderungen, die zunächst vom Finanzamt ausgesetzt wurden. Würden die Rückforderungen die VVN finanziell an ihrer Existenz und ihrer Handlungsfähigkeit treffen? Wie würdest du das einschätzen? Kann man das heute so schon dazu was sagen? Also im Moment sind die Forderungen, die werden nicht eingezogen. Also wir haben vom Finanzamt die Zusage, dass das Finanzamt keine Gerichtsvollzieher schickt. Wenn aber das Finanzamt uns als Wirtschaftsunternehmen einschätzt, und das wäre die Folge davon, wenn die Gemeinnützigkeit entzogen bleibt, dann werden wir so hohe Steuernachzahlungen zahlen müssen, dass wir sehr knapp dass unsere Existenz bedroht ist. Dass wir also dann unter Umständen zahlungsunfähig wären. Also das geht um die Bundes-VVN, nicht um die Länder. Ja. Also es ist ein finanziell wirklich auch ein finanzieller Angriff. Okay. Also der neueste bayerische Verfassungsschutzbericht für 2019, der kürzlich vom bayerischen Innenminister Hermann vorgestellt wurde, wird erneut
behauptet, die VVN sei linksextremistisch beeinflusst, ohne irgendwelche Beweise dafür vorzulegen. Daran ist doch erkennbar, die Frage der Gemeinnützigkeit ist eine politische Frage. Siehst du da eine Chance, bei der Debatte um eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts einen Erfolg zu erzielen? Und noch kurz zur Information, in diesem Zusammenhang verweise ich auch auf das Gutachten des Bonner Juraprofessors Sebastian Unger, der zivilgesellschaftlichen Organisationen, unter anderem auch uns als VVN, Mut macht. Doch der Gesetzgeber lässt sich Zeit für eine Reform. So stand es im Neuen Deutschland am 5. Mai. Also die Frage nochmal, Janka. Siehst du eine Chance, bei der Debatte um eine Reform der Gemeinnützigkeitsrechts einen Erfolg zu erzielen? Weil ja viele Politiker, Bundestagsabgeordnete angeschrieben und angesprochen wurden, zu dem Thema da was zu ändern. Also ich denke, die Diskussion muss geführt werden, weil die VVN ist ja nicht die einzige Organisation, der die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Es sind Organisationen aus den unterschiedlichen Spektren, also in Ludwigsburg das Demokratische Zentrum, ein Kulturzentrum, denen vorgeworfen wird, dass sie das, und es ist ganz bizarr, dass auf der Internetseite draufsteht, dass Nazis und Rassisten keinen Zugang haben zum Demokratischen Zentrum. Und jetzt argumentiert das Finanzamt, damit seien sie nicht mehr allgemein offen. Und sie müssen aber für die Gemeinnützigkeit allgemein zugänglich sein. Und diese Ausschlussklausel würde dem widersprechen. Oder Attac ist die Gemeinnützigkeit entzogen worden. Und es gibt ein Bündnis von ganz vielen Organisationen, die Druck machen, dass das Gesetz über die Gemeinnützigkeit geändert wird. Weil im Moment ist es so, dass nur ganz bestimmte Punkte als gemeinnützig erklärt werden können. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann wird die Gemeinnützigkeit entzogen. Und bei Attac zum Beispiel war die Begründung, dass sie allgemeine politische Arbeit machen. Und sie haben nicht die Gemeinnützigkeit für allgemeine politische Arbeit. Das ist also eine sehr hanebüchende Argumentation. Bei uns ist es so, uns wird vorgeworfen, dass wir linksextremistisch beeinflusst sind. Der VfN Baden-Württemberg ist es bis vor wenigen Jahren auch vorgeworfen worden. Und wir wissen aus Antworten von der Landesregierung in Baden-Württemberg auf Anfragen der AfD, wo nach uns gefragt wurden und nach unseren Aktivitäten, dass der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg uns nach wie vor auch als linksextremistisch beeinflusst einschätzt. Das liegt daran unter anderem, also es sind zwei Punkte. Zum einen rufen wir nach wie vor dazu auf, dass es richtig ist, Nazi-Aufmärsche zu blockieren. Und zum anderen wird uns vorgeworfen, dass wir einen engen orthodox-kommunistischen Faschismusbegriff anhängen. Und das stimmt natürlich in keinster Weise, weil wir sind die größte Organisation auf dem antifaschistischen Bereich und bei uns sind die unterschiedlichsten politischen Strömungen vertreten. Also wir haben Anarchistinnen, Kommunistinnen, Sozialdemokraten und Leute, die nicht parteigebunden sind. Und von daher gibt es auch die unterschiedlichen Definitionen, was ist Faschismus? Also wir haben keine einheitliche Definition, wo wir sagen können, die VVN vertritt exakt genau das und das. Worin wir uns aber einig sind, jenseits von allen politischen Grenzen, die uns sonst trennen, dass wir sagen, wir wollen den Faschismus mit seinen Wurzeln bekämpfen, dass wir also in eine Situation kommen, dass wir sagen, der Schoß ist nicht mehr fruchtbar. Und da sagen dann Verfassungsschützer, dass das eine orthodox-kommunistische Formulierung ist
und wir die Demokratie als Vorstufe des Faschismus betrachten werden. Und deswegen seien wir praktisch Verfassungsfeinde bzw. linksextremistisch beeinflusst. Die VfN Bayern hat gegen den Verfassungsschutzbericht, gegen den letzten, gegen den jetzt noch nicht, geklagt und hat wegen einem Formfehler die Klage verloren. Was natürlich sehr bitter ist, weil es ein Formfehler war und kein inhaltlicher Punkt. Aber meine Einschätzung ist, selbst wenn die bayerische VfN das aus dem Verfassungsschutz rausklagen würde, dann würden sie es in Baden-Württemberg wieder hochziehen. Und wenn sie es in Baden-Württemberg weiter rauslassen würden, dann würden sie es in NRW oder Schleswig-Holstein wieder reinschreiben. Letztendlich ist es ein politisches Mittel, um die VfN zu bekämpfen, weil wir sind eine der stärksten Gruppierungen zusammen mit Aufstehen gegen Rechts, die immer, wenn die AfD mit großen Ereignissen auftritt, die dagegen halten und das bundesweit. Und deswegen denke ich, dass das sehr wohl eine politische Auseinandersetzung ist. Also Janka, kann man sagen, dass um die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts wirklich zu erreichen, dass wir die Gemeinnützigkeit wieder zurückbekommen und die anderen Organisationen und Verbände, dass da noch viel politischer Druck notwendig ist? Ja, auf jeden Fall, weil das sitzt im Innenministerium und das Innenministerium arbeitet mit dem Finanzministerium zusammen. Die Definition aber, was ist gemeinnützig, das macht das Innenministerium. Das Finanzministerium setzt es dann um. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Tendenz gestoppt wird, dass politische Organisationen, die Gemeinnützigkeit haben, dass denen die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Und das geht nur über eine breite Auseinandersetzung. Also zum Beispiel wird dem Demokratischen Zentrum dann unter anderem vorgeworfen, dass die VfN Ludwigsburg sich im Demokratischen Zentrum trifft. Und es wird dann gesagt, eine Organisation, die Verfassungsschutz beobachtet wird, trifft sich dort und damit stellt das Demokratische Zentrum verfassungsfeindlichen Organisationen Räume zur Verfügung. Also auch das ist in dieser Argumentation drin, mit dem Demokratischen Zentrum die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Das heißt, wir müssen uns solidarisch erklären, wir müssen diese Auseinandersetzung gemeinsam kämpfen. Weil das Demokratische Zentrum ist das erste, aber das könnten jetzt weitere soziale, kulturelle Zentren folgen, die da ebenfalls, denen ebenfalls die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Okay, vielleicht zum Schluss noch, Janka. Ist das Gutachten des Professors Unger, ist das bekannt? Kennst du das selbst? Oder ist das im Bundesvorstand bekannt? Oder gibt es ähnliche Gutachten, die in der Richtung, sagen wir mal, da eine Klarheit und eine progressive Auslegung, die auch uns, sagen wir mal, weiterhilft, existiert? Also das Gutachten ist bekannt, aber das ist ein Gutachten und es hat keine Rechtsgültigkeit. Und von daher ist es ganz gut, dass wir uns darauf beziehen können, dass wir sagen, also nicht nur wir als Graswurzeljuristen sind der Meinung, dass die Art, wie mit dem Gemeinnützigkeitsgesetz gearbeitet wird, geändert werden muss, sondern auch Rechtsprofessoren. Aber das ist nur ein Baustein in einer Argumentationskette. Das ist also. Und es gibt im Innenministerium auch Stimmen, die sagen,
es war ein Fehler der VVN, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Okay, Janka, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Es war sehr informativ und regt uns an, hier weiter drüber nachzudenken und auch unseren politischen Druck weiter zu verstärken, damit wir die Gemeinnützigkeit wieder zurückbekommen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und Grüße hier aus Mannheim nach Stuttgart. Vielen Dank. Gern. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Auch von meiner Seite nochmal danke an Janka. Wir konnten einiges über die jetzige Situation des Bundesvorstandes erfahren und der Bundesvereinigung. Als nächstes möchten wir Ihnen ein Video zeigen über den Einmarsch der US-Armee im März 1945. Die 44. US-Division marschierte nördlich von Mannheim über den Rhein. Die Befreiung war nah. Doch sehen Sie selbst und bekommen Sie selbst einen Eindruck davon.
Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, die bis zuletzt dabei waren, die haben ein besonders großes Lob verdient. Wir haben da einige Rückmeldungen bekommen, wofür wir uns sehr bedanken. Also wir gehen davon aus, dass in den 90 Minuten doch einige treue Zuschauer dabei waren. Und das bekräftigt uns natürlich in der gemeinsamen Forderung, dass der 8. Mai endlich ein gesetzlicher Feiertag werden muss. Ja, Stärkung der antifaschistischen Kräfte, und das ist unser gemeinsames Ziel. Und für dieses Jahr hatten wir als Kreisvereinigung der VVN in Mannheim noch einiges an Aktivität geplant, zum Beispiel eine Fahrradtour im Mannheimer Norden, vielleicht können wir die im Herbst auch durchführen, auf den Spuren des Widerstandes. In jedem Fall wollen wir die Gedenkveranstaltung am 15. September für die Widerstandsgruppe Georg Lechleider durchführen. Wie das im Einzelnen dann möglich ist, das kann man heute noch nicht so genau sagen. Aber die Aktivitäten werden wir weiterführen und wir werden da hoffentlich weiter im Kontakt bleiben. Vielen Dank vor allen Dingen für all die Mitwirkenden. Und vor allem vielen Dank für eure Unterstützung heute und natürlich auch in der Zukunft. Und wir hoffen, dass der 8. Mai wirklich zu einem Feiertag wird. Tschüss. Und tschüss.